Herzlich willkommen bei dem Vortrag Einfach losgesprintet, ein Praxisbericht. Vielleicht ganz kurz was zur Agenda. Wir werden kurz ein bisschen danach noch zu uns erzählen, zu unseren beiden Personen vorstellen. Dann intensiv darauf eingehen, was ist eigentlich die Motivation von diesem Vortrag? Was haben wir uns dabei gedacht? Was wollen wir bei Ihnen möglichst damit erreichen? Dann etwas zur Ausgangssituation erzählen. Das ist ein Praxisbericht, wo wir erzählen, wie wir Scrum bei uns eingeführt haben, damit Sie das Ganze so ein bisschen vergleichen können und überlegen können, wie gut das auf Ihre Firma, auf Ihre Unternehmen, Ihre Abteilungen passt. Dann geht es ein Teil um die, wir haben die mal jetzt genannt, Sprint-begleitenden Meetings und diese ganzen Sachen, die rund um den Sprint, nicht direkt am Sprint hängen. Der Sprint selber, das Fazit aus unserer Sicht und Fragen und Diskussionen. Wobei gerade bei dem Punkt Fragen und Diskussionen würde ich Sie einfach bitten, fragen Sie zwischendurch, je nachdem, wenn wir die Fragen nicht direkt beantworten können, dann verweisen wir auch später, vielleicht erledigen die sich dann schon, aber ansonsten würde ich sagen, lieber Fragen sofort in dem Zeitpunkt stellen als im Nachgang, das ist dann meistens immer relativ schwierig, die dann auch thematisch gut einzugliedern. Ja, kurze Vorstellung. Also als allererstes, mein Name ist Stefan Kirch, ich bin technischer Geschäftsführer der Bau- und Kirch GmbH. Mein Kollege, der Henning Pautsch, wird nachher den zweiten Part, ist bei uns Scrum Master, wird den zweiten Part des Sprints übernehmen. Ich bin bei uns neben der Rolle des technischen Geschäftsführers auch Product Owner. Da kommen wir dann schon zu einem der negativen Punkte, was nicht so richtig toll ist. Trennung Personalverantwortung und Product Owner ist von uns bei uns daher nicht ganz so gut gelungen. Aber das ist, wie gesagt, nachher einer der Punkte, wo wir dann nochmal darauf eingehen wollen. Unsere Firma gibt es seit mehr als 25 Jahren. Wir sind an zwei Standorten, die im Moment, wie man es hier grob angedeutet wird, zu den Baugerüsten, zu einem gemeinsamen Standort zusammengeführt wird. Auch einer der Gründe, was wir erkennen, dass einfach Distanz, wir hatten wir das gestern so schön in einem Vortrag, Distanz erschwert vieles und wir versuchen einfach auch da zusammenzugehen und diese Agilität und das ganze Miteinander, Kommunikation ist halt sehr wichtig, auch in der heutigen Zeit, trotz Skype, trotz Chat, trotz E-Mail, ist eine persönliche Kommunikation aus unserer Sicht durch nichts zu ersetzen und das ist auch der Grund, warum wir zusammenführen wollen. Kurz nur was zum Portfolio von uns, das soll keine Werbeveranstaltung sein, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von Ihnen irgendwas damit anfangen kann, ist sehr gering, aber damit Sie so ein bisschen wissen, was machen wir. Wir sind groß geworden im Bereich Bibliothekssoftware. Das ist ein sehr spezielles Segment. Da bedienen wir wirklich Großbibliotheken, Pharmabereiche in den Fachbibliotheken, Forschungseinrichtungen, größere Ministerien, ungefähr 250 Kunden, Deutschland und Österreich, Schweiz mit Schwerpunkt. Sind also Riesenunternehmen, da geht es um Anbindung an integrierte Benutzersysteme und Informationssysteme, Bestellwesen, SAP und ähnliches mehr. Ein weiterer Bereich bei uns, das ist der Bereich Internetprojekte, Online-Portale, sieht hier schon Union Berlin, also wir machen nicht mehr unbedingt die Metzgerei um die Ecke oder die Ferienwohnung von der Tante, sondern es sind wirklich also sehr, sehr große Portale, Anbindung an Merchandising, E-Tickets und ähnliches mehr. Da sind wir relativ stark. Wir beide kommen im Bereich der Individualsoftwareentwicklung, schwerpunktmäßig bei uns Produkte, die wir für die Deutsche Post AG entwickeln. Sind ungefähr, also das ist keine Software, die die Post dann selber einsetzt, sondern die ihren Kunden zur Verfügung stellt. Ungefähr 25.000 Kunden deutschlandweit und in einigen Bereichen wirklich die Standardsoftware überhaupt. Und gerade in den Bereichen ist es so, dass für uns die Agilität bisher eigentlich geplante oder gelebte Praxis ist. Die Kunden, also unsere Auftraggeber bei der Post, erwarten eigentlich auch, dass wir quasi noch 7 Minuten vor Fertigstellung des RCs oder der Beta 2-Version noch kurzfristig irgendwelche Änderungen reinbringen. Und das ist dann für uns eher eine Erleichterung, wenn wir irgendwann mal einen geschützten Sprint haben sollten, wenn es denn irgendwann mal funktionieren wird. Darüber hinaus sind wir im Bereich Mobile-Entwicklung eigentlich ganz gut unterwegs, also immer mehr iOS, Android, WinPhone und diese ganzen Derivate. Ja, die Motivation des Vortrags. Letztendlich ist das ein bisschen daraus entstanden. Wir sind, wie der Thomas van Aken heute Morgen schon in der Keynote sagte, er engagiert sich auch im Scrum-Tisch Aachen. Wir beide sind da auch irgendwann mal dazugestoßen, kennen den Thomas eigentlich schon vor längerer Zeit. Hatten dann mit dem Thomas damals die Idee, im Laufe des letzten Jahres ist das eigentlich entstanden, dass wir auch bei uns mal agil werden wollten. Also die Ideen und die Motivation von uns selber war eigentlich schon immer gegeben. Man hat viel gelesen, man hat sich informiert, wahrscheinlich auch der ein oder andere von Ihnen wird es ähnlich gemacht haben, aber irgendwie, man wartet immer auf den perfekten Zeitpunkt mit dem perfekten Team und den perfekten Kunden, das perfekte Projekt und denkt immer, na, diesmal nicht und wieder nicht und wieder nicht.
Ja, und dann steht man da und selbst wenn man dann irgendwas hat, wie bei uns, wir hatten dann uns irgendwann Ende letzten Jahres dazu entschlossen, ein internes Tool, was wir wirklich nur selber einsetzen, das musste relaunched werden. Also die Architektur war völlig veraltet, man ließ sich nichts mehr erweitern, es mussten viele neue Features rein. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, das ist eigentlich ein ideales Tool, um das Ganze umzusetzen. Dann sind wir hingegangen oder wollten es dann umsetzen, weil wir sagten, naja, bietet sich an. Und in dem Moment war es so, dass der Thomas van Aken plötzlich erkrankte, 8 Wochen ausgefallen ist und wir sagten, ja verdammt, jetzt entweder wir verschieben, dann haben wir wieder nicht mehr den richtigen Zeitpunkt oder wir machen es einfach. Und wir haben es einfach gemacht. Und obwohl wir keinen Coach hatten und obwohl wir sicherlich vieles falsch gemacht haben und viele Do's und Don'ts, also die Do's nicht gemacht haben, die Don'ts teilweise wohl gemacht haben, hat es bei uns erstaunlich gut funktioniert. Und das ist so ein bisschen die Motivation, wo wir sie auch hinbringen wollen, auch, um auch so ein bisschen das Thema unseres Vortrags aufzunehmen, sprinten Sie einfach mal los. Also wenn Sie motiviert sind und einfach wissen, dass nicht alles super laufen wird, nach diesem schönen Slogan, der dann immer so kommt, Inspect and Adapt, schauen Sie sich an, was Sie womöglich falsch gemacht haben, versuchen Sie es zu verbessern, versuchen Sie es bei der nächsten Iteration besser zu machen. Das ist erstaunlich einfach, wenn man es einfach dann mal macht und man muss einfach gar nicht so lange achten. Ein weiterer Schritt ist einfach der, dass wir sagen, diese ganzen Buzzwords, also bei uns ist es zumindest am Anfang so gegangen, man liest sich dann in der Literatur das Ganze durch und stellt fest, man wird erschlagen mit Abkürzungen und Invest und Deep und Scrum und Daily Scrum und Meeting und Review und Retrospektive, wo man irgendwann denkt, es qualmt der Kopf und kein Mensch meint mehr genau zu verstehen, was denn ist, denkt sich, wenn ich es umsetze, würde ich es gerne genauer wissen. Umgekehrt, genauer wissen kann man es erst dann, wenn man es mal gemacht hat. So ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Und auch da, wo wir einfach sagen, fangen Sie einfach an und dann geht es schon los. Und es ist also bisher auch mit anderen Firmen, wo wir gesprochen haben, bei den wenigsten, die sich einigermaßen vorbereitet haben, ist der erste Sprint oder das erste Projekt völlig in die Hose gegangen. Und so, das soll so ein bisschen die Motivation an dem ganzen Teil sein, das Ganze mitzumachen. Der ein oder andere von Ihnen, ich bin auch so ein bisschen überrascht, also wir hatten eigentlich gestern gedacht, ach, dann kommen bestimmt nur Leute, die noch nie was von Scrum gehört haben oder sich das vielleicht mal ein bisschen durchgelesen haben. Jetzt sehe ich hier schon einige Speaker und einige Leute, die das seit Jahren machen, Agile-Coach sind und so. Also ist ein bisschen die Nervosität bei uns wächst ein wenig, wo man denkt, oh Gott, hoffentlich haben wir alle Don'ts auch wirklich als Don'ts erkannt und alle Do's als Do's. Wir werden das sehen. Wie gesagt, vielleicht kann der ein oder andere von Ihnen, der es seit relativ kurzer Zeit agil umsetzt, einfach auch so Vergleiche ziehen oder vielleicht auch uns den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag geben, was wir noch anders machen könnten. Ich denke auch von daher, ich kann da irgendwie noch was mitnehmen. Ein Teil der Ausgangssituation habe ich eben schon erklärt. Also es war so, dass wir gesagt haben, wir wollen es einfach mal loslegen, hatten also das Projekt stand dann als internes Zeiterfassungstool und das hatte viele Vorteile. Also zum einen, es war unser eigenes Tool. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde unzufrieden war, war in dem Fall relativ gering. Insbesondere, wenn in meiner Person der technische Geschäftsführer noch selber dabei ist. Also da hat man schon mal einen Haken dran. Das Zweite, was eigentlich aber auch sehr von Vorteil war, war, dass wir uns um diese ganzen Sachen, die man sonst so hat, Produktvision, Story Mapping, was hatten wir eben, also dieses Lean UX und sowas, brauchten wir uns nicht so wahnsinnig viele Gedanken zu machen. Weil jeder von uns in der Firma, jeder Entwickler setzt dieses interne Tool ein. Jeder wusste, was bei der alten Software grottig und furchtbar war und wo es hakte. Sodass die Motivation und die Erklärung, was wollen wir eigentlich alles machen und welche User Stories müssen wir schreiben und was ist die Produktvision, was ist das große Ziel, das war nicht großartig schwierig zu erkennen und zu entwickeln. Ganz ehrlich, wir haben es auch gar nicht gemacht, also nicht, weil wir gesagt haben, wir haben es ja und dann brauchen wir es auch gar nicht niederzuschreiben. War dann auch vielleicht einer der Punkte, die nicht so ganz ideal gelaufen sind. Aber letztendlich, wir hatten ein gutes Produkt oder eine gute Idee für das Produkt, was wir dann umsetzen wollten. Und dann war es, wie gesagt, so, dass wir nach einer entsprechenden Vorbereitung, der Thomas van Aken war damals als Coach mehrfach bei uns in der Firma, hat so ein bisschen auch versucht, ein bisschen von der Theorie zur Praxis uns etwas mehr zu erklären, hat teilweise auch mit den Teams unterhalten, ein bisschen mit uns überlegt, wie könnte man das machen. Und dann war eigentlich die Idee so im Januar, jetzt setzen wir uns zusammen, und dann kommt der Thomas und erklärt das nochmal und wir gemeinsam entwickeln alles. Ja, und dann ist halt der Thomas ausgefallen. So, und dann haben wir gesagt, naja, wir machen es trotzdem. Und das war dann so die erste Sache, war, wer macht bei uns Product Owner, wer macht Scrum Master? Jetzt, letztendlich war es so ein bisschen Flaschen drin. Der Henning hat beim Scrum Master quasi gewonnen oder verloren, je nachdem, wie man sieht. Ich als Product Owner hatte sich so ein bisschen angeboten, weil ich eigentlich diese Rolle
so Requirements Engineering und Produktmanager eigentlich auch in den anderen Tools ganz gut durchführe. Es war aber nicht nur so, dass der Henning quasi verloren hat beim Flaschendrehen, sondern es war auch derjenige, wo wir sagten, wenn wir schon einen aus dem Entwicklerteam nehmen, auch einer der Don'ts, nehmen Sie nicht den Entwickler als Scrum Master, aber so ist es nun halt, dann sollte man nicht unbedingt den Besten nehmen, sondern den nehmen, was... Jetzt fällt mir auch ein, dass ich den Spruch in Aachen auch erzählt hatte und die Leute da auch immer den Henning ganz komisch anguckten. Ich will nicht damit sagen, dass er der Schlechteste ist, aber er ist es nicht geworden, weil er der Beste ist, sondern weil wir einfach der Meinung waren, so die Menschlichkeit, die passt einfach. Also es ist so einfach ein sehr sympathischer Kerl. Kann man jetzt, so, jetzt mache ich wieder alles gut, was ich gerade noch vor Saubeutelt habe. Nein, es ist einfach wichtig, dass sie da wirklich einen brauchen, der in der Lage ist, das Team so ein bisschen. Also ich würde es mal vergleichen, wie bei in der Schulklasse den Klassensprecher. Da nimmt man nicht unbedingt den Superstreber, der überall 1-0 steht. Man nimmt vielleicht auch nicht unbedingt denjenigen, der täglich 10 Klassenbucheintragungen hat, aber irgendwie einen, der so Teambuilding ganz gut machen kann. Und das hat sich bei dem Henning eigentlich ganz gut bewährt. Wir haben es aber auch erstmal, wie gesagt, nur in einem ganz kleinen Team gemacht. Es waren 3 Entwickler plus Henning. In dem Fall war er also dann 3,5 Entwickler mit dem Henning, ich als Product Owner. Und dann haben wir halt einfach mal damit losgelegt. Was noch ganz gut war im Bereich technisch, und das ist so ein Punkt, da waren wir gestern etwas überrascht, als wir teilweise die Vorträge angehört haben, dass bei uns dieses Continuous Integration, Continuous Build eigentlich schon sehr weit fortgeschritten war, oder zumindest weiter als bei vielen anderen, mit denen wir uns so gestern unterhalten haben. Also wir waren eigentlich ständig in der Lage, wirklich auf Knopfdruck Builds zu erzeugen, Nightly Builds, die unit-testet waren, Checkstar liefen durch, die wurden deployed, die wurden Integrationstests durchgeführt. Und das ist natürlich, wenn Sie das nicht bei sich haben, natürlich ein weiter Weg. Denn die Agilität hilft Ihnen relativ wenig, wenn Sie nachher sagen, okay, wir sind jetzt soweit und jetzt gleich ist der Review und dann müssen Sie erstmal 7 Stunden lang bauen und Batch-Dateien starten und irgendwas von Hand rüber kopieren. Die Idee bei der Agilität setzt einfach voraus, dass Sie in der Lage sind, eigentlich ständig ein wirkliches Inkrement-Produkt-Artefakt zu haben, was Sie wirklich dem Kunden oder zumindest sich selber geben können. Und das war eine der Sachen, die bei uns eigentlich schon ganz gut gelaufen ist, weil wir da im Laufe der Zeit halt auch einfach erkannt haben, dass es ansonsten einfach nicht mehr funktioniert. Ja, und das Wichtigste war einfach, wir hatten ein motiviertes Team und wir wussten, dass wir sicherlich viele Fehler machen werden und haben einfach gesagt, na, dann sei es halt drum. Also, alles richtig machen wird keiner und dann ist es besser, wenn man von vornherein sich selber sehr kritisch sieht und das war so diese Ausgangssituation bei der ganzen Sache. Jetzt geht es aber ans tatsächliche Doing, was haben wir eigentlich gemacht und das wollen wir einfach so ein bisschen durchgehen mit diesen ganzen Sachen, was da so die einzelnen Schritte drin sind. Das erste, die Produktvision, wie gesagt, das war einer unserer Haken dran, die brauchten wir nicht großartig zu entwickeln. Alle Leute kannten und wussten, was der Timer machen soll, so hieß dieses Zeiterfassungssystem, was er anders machen soll. Die Leute hatten viele Features, wo wir einfach gesagt haben, das ist es, das wollen wir machen. Das ging dadurch relativ einfach. Die User Roles, die wir da erkannt haben, oder Personas zum Teil, wie sie auch dann genannt werden, das ist auch so ein Punkt, den haben wir schlichtweg unterschätzt. Also wir haben am Anfang, sind wir immer davon ausgegangen, bei diesen ganzen schönen User-Stories, wenn man das so schreibt, ich als Anwender. So, und dann haben wir vielleicht mal gesagt, ich als Administrator und dann war es das. Da ist sofort auch schon eine Anregung, versuchen Sie sich mit den Personas ziemlich intensiv auseinanderzusetzen, das erleichtert Ihnen das Schreiben der User-Stories aus unserer Sicht ungemein und auch nachher viel genauer die User-Stories zu definieren. Die Epics, die großen User-Stories, ich meine, teilweise wird es als Epics bezeichnet, mittlerweile sind es bei uns eigentlich nur große User-Stories, die irgendwann kleiner werden, waren auch gegeben. Wir wussten, was wir eigentlich groß machen sollen, sodass das Problem eigentlich auch nicht gegeben war. Der Backlog, der nächste große Schritt, das war insbesondere dann meine Verantwortung, zumindest auf dem Papier. Das ist dann auch so ein Punkt, wo man dann irgendwann als technischer Geschäftsführer dann wieder immer mal wieder Sachen mit anderen oder Zeit mit anderen Sachen verbringen wollte. Auch einer unserer und Henning Proch kann mittlerweile, würde ich sagen, mindestens so gut User Stories schreiben wie ich, wo man einfach sagt, ich schreib das doch mal, du weißt das doch sowieso, was ich dir erzählt habe. Was vielleicht aber auch gar nicht unbedingt ein Fehler sein muss. Ich habe gestern schon von anderen Firmen gehört, dass man da auch mittlerweile Verantwortung viel mehr ins Team reingibt und sagt, ich definiere dir, was du sagen, was ihr machen sollt. Und das Team sollte dann auch, wenn es gut ist, in der Lage sein, die Idee vielleicht wirklich zu einer User Story auszuformulieren. Ob das jetzt ideal ist, sei mal dahingestellt. Aber bei uns hat es auch das ganz gut funktioniert. Diese User Stories, die wir dann geschrieben haben,
Die haben wir so auf dieser Form, diese normalen Teilen sind die halt bei uns ausgedruckt worden. Wir haben angefangen mit Papierkarten, haben aber dann irgendwann erkannt, die Papierkarten sind doch irgendwie sehr, sehr analog und wir brauchen irgendwie einen Bezug zu unseren normalen Ticketsystemen und wo wir das Ganze so ein bisschen dann doch mit ja, auch abbilden können und auch sonst verwalten können. Deswegen sind wir hingegangen und haben dann einfach so ein kleines Tool geschrieben, was uns aus unseren Ticketsystemen die User Stories quasi einfach ausgedruckt hat. Da wirklich, das ist so ganz profan und banal. Man hat immer dieses Problem, entweder es ist ein Post-it oder man druckt es aus. Und irgendwann kam so eine nette Kollegin von uns und sagte, macht doch aus den ausgedruckten Dingern Post-it. Wir guckten sie an und sagten, wie? Und da gibt es wirklich von Pritt, glaube ich, so Roller, da rollen sie einfach hinten auf das ausgedruckt und dann haben sie ein Post-it. Also ist vielleicht jetzt ganz profan, viele werden es vielleicht kennen. Also wir selber haben es am Anfang angeguckt und haben gesagt, oh, das geht ja, erleichtert die Sache. Danach haben wir dann immer alles ausgedruckt und haben das auf die Wände geklebt, haben damit gearbeitet. Der nächste Schritt, die Akzeptanzkriterien, auch das haben wir völlig unterschätzt, weil wir dachten, jeder weiß ja, was wir da machen, also brauchen wir gar keine Akzeptanzkriterien dahin zu schreiben. Das war dann auch nachher etwas, was bei diesen Definition of Done uns dann schon mal so ein bisschen Probleme bereitet hat, weil wir sagten, das ist ja fachlich und stellten dann fest, dass gar nicht viel fachlich war. Also auch da würden wir sagen, versuchen seinen Akzeptanzkriterien, die nicht zu unterschätzen und da auch sehr viel Zeit drauf zu verbringen. Denn es ist oft so, dass die User Story vielleicht noch jedem klar ist, meint man zumindest, also das grobe Verständnis darüber. Aber die Akzeptanzkriterien entscheiden dann wirklich darüber, das war auch eben von dem Thomas hörten, dieses Measurement, dass man es wirklich messen kann. Ohne Akzeptanzkriterien haben sie natürlich überhaupt gar keine Chance zu sagen, wie weit sind wir davon. Das Backlog Refinement oder Grooming, das ist natürlich auch so ein Punkt, einer der nächsten großen Themen, wo wir gesagt haben, naja, das müssen wir uns wirklich anschauen. Wir haben da halt, die Grundidee ist natürlich die, für die Leute, die es vielleicht jetzt noch nicht so kennen, ist letztendlich diese Bereiche Estimation und Story Points und ähnliches. Es geht natürlich dabei darum, sie müssen einfach diese ganzen User Stories abschätzen. Und ob das Epic sind oder große User Stories oder kleinere, letztendlich ist dieses Abschätzen einer der größten Probleme, womit sich alle Leute eigentlich am meisten schwer tun. Es gibt da viele Ideen, die den Planning Poke oder ähnliche Estimation Game haben sie bestimmt schon alle gehört. Es gibt da viele Empfehlungen. Story Points haben wir von vornherein genommen. Manche haben erstmal, wenn man sie unterhalten hat, mit T-Shirt-Größen angefangen. Das ist ein XL oder ein L oder ein M oder X. Bei uns hat sich eigentlich von vornherein eigentlich erstaunlicherweise wenig Probleme ergeben, dadurch, dass wir mit Story Points gearbeitet haben. Die Frage nach dem Warum hat sich keiner gestellt und dann haben wir es einfach gemacht. Der große Vorteil ist, dass sie sofort so eine Umrechnung haben. Denn ansonsten, wenn Sie sagen, Sie haben drei T-Shirts der Größe M oder Stories der Größe L, wie ist das im Verhältnis zum XL oder zum XS? Es ist natürlich bei Story Points deutlich einfacher. 100 ist die Hälfte von 200, so viel Mathe kann jeder. Das funktioniert ganz gut und damit haben Sie dann auch sofort diese Relationen untereinander. Also insofern, wir haben sofort mit dem Estimating einfach in Story Points gearbeitet und die Probleme, die man damit sagt, dass die Leute sich schwer taten, da einfach mal diese Abschätzung zu geben, muss man wirklich sagen, sind bei uns fast überhaupt gar nicht aufgetreten. Vielleicht lag es daran, dass jeder die Sachen ganz gut kannte, wusste, über was wir da reden. Und das Schöne war auch, dass wir es geschafft haben, hier mit diesen Boards einfach selbst Auszubildende, selbst Leute, die sich gar nicht gut kannten, haben sich dann relativ schnell zugetraut mit diesen Referenzangaben, wo die gesagt haben, naja gut, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie kompliziert das ist, aber wenn da schon was hängt mit 5 Story Points, klingt mir so ähnlich. Und das Erstaunliche war wirklich, dass das verdammt gut funktioniert hat. Auch da, es klingt, wie gesagt, wir haben am Anfang gesagt, das ist bestimmt eines der größten Probleme, was wir mit unserem Team zu lösen haben. Aber erstaunlicherweise war es eines der leichtesten. Dieses Definition of Ready oder Definition of Done, das war auch so ein Punkt, also beziehungsweise hier in dem Fall geht es ja einfach nur um dieses Definition of Ready. Wann sind wir so weit, dass wir damit loslegen könnten? Da haben wir uns eigentlich auch nicht immer so richtig die Mühe gemacht, das auszuformulieren. Das hat eigentlich aber ganz gut funktioniert. Die oberen haben wir einfach darauf geachtet, wenn ich die priorisiert habe, oder schon mal auch der Henning mit priorisiert hat, dass die oberen, wo wir sagten, naja gut, ungefähr die werden wir wohl in den Sprint bekommen, die waren halt so gut abgeschätzt, dass sie auch wirklich in den Sprint halt mit reinkommen konnten. Wobei man da auch sagen muss, naja, egal. So. Ja, das war letztendlich, war das die entsprechende Part jetzt von meiner Seite. Das nächste, was jetzt kommt, ist der Sprint selber und da übergebe ich jetzt einfach
das Wochenende, weil dann hängen wir das Ganze mal als Scrum Master, der bei uns geleitet hat. Ich hoffe, dass das funktioniert. So. Zwischendurch so, irgendwelche Fragen? Ist ja nicht. Keiner schlägt die Hände rum, Kopf zusammen, also so ganz falsch scheint es nicht gewesen zu sein. Können wir sehen. Oh. Das hält ja gut. So, danke Stefan. Nochmal kurz zu meiner Person. Ich bin Henning Pautsch, eigentlich Softwareentwickler und habe dann bei uns bei der Umstellung die Rolle des Scrum Masters übernommen. Und habe da auch einige gemacht, habe ich auch so, oder? Kann man mich so verstehen? Ja, wunderbar, dann lasse ich das so hängen. Übernommen und habe mich dann hauptsächlich auch um den Sprint selber gekümmert. Natürlich auch beim Backlog Refine dabei gewesen, aber mit Sprint waren die hauptsächlichen Meetings, wo ich dann Spiele organisiert habe und auch geschaut habe, dass alles so läuft, wie es laufen soll, dass wir möglichst viel aus diesem agilen Experiment, sage ich mal, weil wir haben ja auch, sind ja einfach losgesprintet, mal rausziehen konnten. Vielleicht vorab zum Projekt, der Sprint hat bei uns 2 Wochen gedauert. War einfach nur mal geschätzt, wie wir gut klarkommen, weil die Woche erschien uns da doch zu wenig noch für zu wenig Erfahrung und 4 Wochen waren es auch zu lang und dann war 2 Wochen die goldene Mitte, die wir einfach gewählt haben. Und nachdem im Backlog Refinement und Grooming das Backlog gefüllt war und priorisiert war, das Team super motiviert war, also echt Lust hatte, den Sprint zu beginnen, kam auch das erste Meeting. Genau, das Sprint Planning im Team. Und zwar mache ich es jetzt so bei den Meetings, die gehen wir kurz durch, und dann sage ich immer bei uns, wer dabei gewesen war, wie lange wir die Meetings veranstaltet haben und wie wir es kurz gemacht haben und vor allem, was wir rausgezogen haben und welche Fehler wir gemacht haben. Beim Sprint Planning war es so, dass wir aus Literatur herausgenommen haben, dass es bei 2 Wochen ungefähr 2 Stunden dauern sollte, könnte zumindest. Das hat bei uns auch schon sehr gut funktioniert. Wir hatten anfangs sogar teilweise noch das Backlog Refinement, die Priorisierung dabei und das Abschätzen und selbst das hat in 2 Stunden funktioniert. Da mit den Story Points, wie Stefan bereits sagte, hatten wir relativ wenig Probleme. Beim ersten Sprint waren noch die ein oder andere Story dabei, die vielleicht doch in eine andere Kategorie gehört hätte. Aber das war von Sprint zu Sprint immer besser, sodass wir nach kurzer Zeit in der Lage waren, da schon 60 Stories in einer Stunde oder mehr abzuschätzen tatsächlich. Und beim Sprint Planning hatten wir dabei, also 2 Stunden lang, hatten wir dabei einen Product Owner. Erstmal nicht, nur bei Fragen haben wir den dazu geholt, den Scrum Master und das ganze Entwicklungsteam. Was jetzt rückblickend wohl auch, sollte Product Owner jetzt aus Erfahrung dann doch immer dabei sein, weil es doch einfach ist, wenn er sich dann einbringen kann oder vor allem auch mal sagen kann, da muss mehr geschehen oder weniger. Und zum Teil 1 des Sprint Plannings, quasi Füllen von unserem Scrum Board. Wir werden auch gleich mal eine kurze Grafik zeigen, wie unser komplettes Scrum Office sozusagen aussieht mit Estimation Board, mit Scrum Board, mit Impediment, Backlog und so weiter, wie wir das alles aufgebaut haben. Das war alles dann doch ganz einfach. Haben wir geschaut, wie viel schaffen wir denn jetzt in den nächsten 2 Wochen? So, da war die große Frage, wie ermitteln wir die erste Velocity von unserem Team, wie viel Stories schaffen wir? Und da ist eigentlich komplett aus dem Bauch gemacht, das mag jetzt willkürlich klingen, hat aber auch gut funktioniert eigentlich noch. Wir haben auch von vornherein gesagt, da es geschätzt ist, wir schaffen 60 Storypoints. War es auch für uns, haben wir vereinigt, dass es nicht schlimm war, wenn wir es nicht geschafft haben, weil der erste Sprint für uns auch der Velocity-Findung gedient hat und der nachfolgende Sprint war das natürlich dann doch ein bisschen anders. Da hatten wir unsere Grundvelocity, die wir einhalten wollten und die haben wir dann nochmal einhalten können. Im zweiten Teil, das war jetzt der erste interessante Teil, den ich beobachten konnte, haben wir gemeinsam die User Stories in Task aufgebrochen. Und da haben wir schon sehr gut durchschießen können, dass es sehr interessant ist für den Entwickler, gemeinsam an diesen Sachen zu arbeiten, dass man gemeinsam die User Stories anschaut, schaut, worum geht's da. Wir machen unsere Teilbereiche, man deckt auch vielleicht noch Lücken auf, die vergessen wurden, gerade bei den Tasks. Wenn einer daran gedacht hat, hier, da musst du aber das noch machen. Man soll ja keine Spezialisten haben, man hat nur ein paar Leute, die in ein paar Bereichen ein bisschen erfahrener sind. Und da war es sehr interessant, pro User Story mal durch die Bank zu fragen, quasi, was denkt ihr, was müssen wir da machen, woran müssen wir denken, wie machen wir das? Und das gemeinsame Konzeptionieren war auf jeden Fall schon mal ein Riesenerfolg bei uns. Hat sehr viel Spaß gemacht den Entwicklern auch und auch sehr effektiv. So, genau, die Buzzwords, die wir da haben, haben wir das Scrum Board, sehen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Unser Sprint Backlog haben wir gefüllt und die Velocity haben wir erstmal willkürlich und später natürlich aus Erfahrungswerten zusammengebaut. Und den Task Breakdown, da konnten wir nur positive Sachen rausziehen.
Dann geht es auch schon weiter. Das Team war gespannt, wie fangen wir jetzt an, wie treffen wir uns, und dann beim Daily Scrum waren auch ein paar interessante Sachen zu beobachten. Also wir haben uns dann auch ohne Product Owner getroffen, einfach nur gesagt, was machen wir, was haben wir gemacht. War alles, ging auch relativ schnell, gut getimeboxed, hat gut funktioniert. Da kam allerdings unser erstes Problem. Und zwar haben wir gemerkt, wie der Stefan eben schon angemerkt hat, dass wir die Definition of Done wohl doch nicht so erfüllt haben, wie wir es dachten. Hat man zuvor quasi aus klassischer Entwicklung 6 Monate entwickelt, hatte 3 Wochen QS-Phase. Das war jetzt nicht mehr gegeben. Man hat jetzt jedes Feature, jede User-Story für sich einzeln entwickelt und sollte auch komplett einzeln vollständig sein. Das hatten wir da auch gemerkt. Das war nicht wirklich so, wenn einer gesagt hat, die Story ist done, die war noch nicht done. Und da haben wir auch dann unsere ersten Impediments aufgenommen. Quasi, das war auch eine sehr gute Möglichkeit, also quasi die Hindernisse, die uns am Entwickeln irgendwie gestört haben, dass beim täglichen Treffen es doch einfach ist, also solche Sachen anzumerken und direkt aufzunehmen, für jeden sichtbar, was haben wir gerade für Probleme, wie werden die angegangen und bis wann und wie. Da haben wir auch sehr viel draus ziehen können. Genau, und das mit der Definition of Done, die nicht erfüllt wurde, haben wir natürlich auch im Review später relativ schnell bemerkt, dass viele Sachen dann doch nicht abgenommen wurden. Und dadurch haben wir da auch dann die Definition of Done ziemlich schnell erweitert, um wirklich Unit-Tests erstellt und wirklich gut getestet. Wir haben quasi immer den QS-Prozess noch mehr in unseren Prozess eingebaut, dass er bei allen möglichen Sachen dabei war. So, genau, was haben wir? Die Impediments habe ich eben schon erwähnt, konnten wir da schon als erstes aufnehmen, hing auch direkt neben unserem Scrum-Board, sehen wir gleich nochmal. Die Definition of Done hatten wir ein Problem mit. Ah ja, und natürlich noch sehr interessant, er wollte nicht. Immer noch nicht. Jetzt aber. Genau, wenn man da auch nicht hat, das sehen wir jetzt gerade nicht auf der Grafik, das passt ja nicht mehr auf unser Bild drauf. Allerdings ist auch ein guter Anhaltspunkt, wenn man sieht, was mache ich als nächstes, was habe ich gemacht, sieht man auch allgemein, wie nah sind wir unserem Ziel, schaffen wir das, wie wir geschätzt haben, das zu machen, wie läuft unser Plan sozusagen, weil das Team ja auch die Motivation hat, genau dieses Ziel zu erreichen. Pro Sprint ist es sehr praktisch, den Burn-Down-Chart quasi oder Burn-Up, je nachdem, was man machen möchte, doch da aufzuhängen. So, dann sehen wir hier mal ein tolles Bild, man kann vielleicht nicht alles lesen, aber ich werde es mal kurz erklären, unser Scrum Office. Ist auch super einfach gehalten, also wer da irgendwie denkt, man müsste unglaublich viel vorbereiten, um Scrum wirklich auch irgendwo aufzubauen, ist es nicht. Also rechtes Estimation Board haben wir eben schon mal in groß gesehen, haben wir uns auch klassisch an die Fibonacci Folge gehalten, bis 13 zumindest. Und genau, das haben wir dafür benutzt, also auch jederzeit sichtbar, quasi auch für die Chefs-Meetings waren halt auch in diesem Raum, dass man immer Referenzen hatte gegenüber den letzten Wochen. In der Mitte des Scrumboards, ganz klassisch mit den 3 Spalten To-Do, Process, Done. Oben rechts für jeden ersichtlich, haben wir auch später noch dahin gehangen, in die Definition Done, dass man wirklich mal sieht, so ist meine Story wirklich fertig. Wie gesagt, da hatten wir dann ein leichtes Problem. Die Velocity haben wir oben nochmal angegeben und links auch sehr gut zu sehen, Improvement Backlog oder Impediment Backlog, je nachdem, was man da vermerken möchte. Und unten links noch ein Timetable, um mal die nächsten Meetings wirklich parat zu haben. Das war eigentlich schon unser ganzes Scrum Office, mit dem wir sehr gut zurechtgekommen sind. Das hat sich wohl auch auf die Zeit minimal verändert. Das Board war erst quer, haben wir gemerkt, es passt nicht ganz, wenn man viele User Stories hat. Die Breite brauchen wir nicht, wir brauchen eher die Höhe. Da haben wir es umgestellt. Das waren aber auch so Kleinigkeiten, die sich in den ersten Wochen ziemlich schnell eingegliedert haben, wo wir gesagt haben, beim Daily Scrum unter anderem auch, das ist irgendwie gerade unbequem hier zu arbeiten, dann lebt man das halt. Und das war schon die Lösung, um das zu machen. Die haben tatsächlich jetzt noch keine Bedeutung gemacht, man kann sie nur nutzen. Das sind einfach Magnete, genau. Also man kann viel gelesen, auch den Mitarbeiter zuordnen, dass man sieht hier so einen kleinen Fotos drauf oder so. Ist auch ganz nett eigentlich, aber bei uns, wir waren auch nur zu 3 Entwickler, da wusste noch jeder genau, wer macht gerade was. Da war das noch sehr übersichtlich. Und das sind einfach nur bunte Magnete, wir hatten keine einfarbigen. Wobei man sagen muss, das hatten wir anfangs, hatten wir eigentlich gedacht, dass wir bestimmt damit bestimmte Kategorien oder Module oder Programmbereiche mit wahrscheinlich benutzen werden und haben dann festgestellt, völliger Blödsinn, die Dinger müssen einfach nur da kleben. Und mit den Post-it hat halt nicht immer geklappt. Schon mal kommt eine Putzfrau, es kommt ein Wind oder sonst was, die fliegen alle runter, sodass wir die dann zum Teil noch mit den Magneten einfach dran geknallt haben. Genau. Ich habe noch eine Frage. Ah, noch eine Frage, ja. Arbeitet ihr ausschließlich offline? Also was eure ganzen Tasks angeht?
Also ob wir es digitalisieren nachher noch? Ja. Ja, also die Tasks haben wir nicht digitalisiert, aber die User Story Cards quasi, die wir eben auch kurz gesehen haben, die generieren wir aus dem Ticketsystem. Und die werden auch danach gepflegt. Sobald hier was verschoben wird, wird der Status im Ticketsystem noch händisch gemacht. Zeigst du es mal genauer an dem Board, wo die User Stories und wo dann die Tasks hinkommen? Achso, genau. Also wir haben ja unsere User Story Karten einmal hier beim Estimation Board hängen und hier immer bei den Phasen User Stories und die Tasks halt immer daneben gehangen. Und jeweils dann verschoben. Die User Story wandert auch erst in dann rüber, wenn wir auch unseren kompletten Task quasi in dann rüber geschoben haben, wie man oben am Beispiel vielleicht leicht erkennen kann. Das beantwortet die Frage. Genau, also wird von Hand noch nachbearbeitet dann. Und im Ticketsystem wurden sie dann halt entsprechend auf erledigt gesetzt, wenn Definition of Done, wenn alle Tasks waren. Aber die Tasks selber, wir haben mal überlegt, aber dass wir auch sagten, um Gottes Willen, dann sitzt man nur da und es hat für uns ausgereicht. Ja, man muss auch sagen, unsere User Stories waren immer relativ klein. Also wir hatten keine, die länger als 2 Tage gedauert hat. Da waren die Tasks noch kleiner, um da wirklich jeden Tag einen zu haben, der im Ticketsystem alles nacharbeitet war. Ohne, das war doch kein interessiert im Endeffekt. Die User Story war interessant, auch gerade das Generieren, wenn wir auch den Text noch angepasst haben, haben wir es auch nachgepflegt. Das war schon sehr nachhaltig, nur die Tasks waren uns zu klein. Ja? Die Tasks for User Stories, wurden die immer von einem Entwickler? Von genau einem Entwickler bearbeitet oder haben mehrere Entwickler mehrere Tasks zu einer User Story bearbeitet? In unserem Fall war es tatsächlich so, dass wir die User Stories für jeder konnte die User Stories quasi so bearbeiten, dass wir alle Tasks pro einen Mitarbeiter haben. Also keine gemischten Sachen, keine gemischten Module auch. Ja. So. Genau, das war unser Scrum Office. So, nachdem wir uns dann wirklich 2 Wochen täglich getroffen haben, kamen wir dann aus dem Review und da haben wir auch mehrere positive Sachen rausgezogen. Also einmal dabei waren alle jetzt im Endeffekt, das Entwicklungsteam, der Scrum Master, der Product Owner und der Kunde, der waren wir selbst, war dementsprechend auch relativ entspannt. Und haben uns angeschaut, okay, was haben wir also dann markiert, haben natürlich in den ersten Reviews gemerkt, das wurde nicht so ganz erfüllt, haben den Prozess aber angepasst, die Definition dann verbessert, wodurch das nachher immer besser funktioniert hat. Und haben wir auch für 2 Stunden angesetzt, das hat auch locker gereicht. Was wir da auf jeden Fall von allen Seiten her positiv rausziehen konnten, war einmal von der Kundenseite oder jetzt Product Owner Seite, bleibt ja das Gleiche bei uns noch, dass man super schnell, wenn man Sachen sieht, dass man auf neue Ideen kommt, dass man dann wirklich noch flexibel, was ja auch der Clou unter anderem von Scrum ist, auf Änderungen reagieren kann, neu priorisieren kann, neue Sachen aufnehmen kann, ein bisschen ändern kann, was einem jetzt wichtig ist, dass also man immer schnell reagieren kann, im 2-Wochen-Rhythmus auf Änderungen, auf alles mögliche, ob der Kunde was anderes möchte, ob der Markt sich geändert hat oder ähnliche Sachen. Andersrum, jetzt von der anderen Seite gesehen, was für den Entwickler unglaublich gute Bestätigung für ihre Arbeit zu bekommen. Die haben quasi ihre User Stories erledigt und dann kommt der Kunde, schaut sich das an und denkt, ja super, genauso wollte ich das. Und das ist für den Entwickler unglaublich schön, das zu hören tatsächlich mal. Und da hat man wieder Lust, für den nächsten Sprint das Ziel zu erreichen, seine User Stories gut zu erfüllen, dass der Kunde glücklich ist. Man kriegt es halt auch mal hautnah mit. Und das haben wir sehr gut mitnehmen können. Entschuldigung? Ja. Kam der Kunde dann zu euch oder habt ihr das per WebEx gemacht oder wie? Ja, der kam zu uns, lag aber daran, dass es ja eine Inhouse-Anwendung war, das heißt, wir waren die Anwender. Das war unsere Zeiterfassung für alle Mitarbeiter. Das heißt, damit haben wir... Wie macht das jetzt? Jetzt macht das ja auch schon. Nee, wir sind noch bei keinem Projekt mit externen Kunden und so weiter. Das war quasi jetzt, wo wir ein internes Projekt gestartet haben. Okay. Noch eine Frage dahinten, ja? Wir haben am Anfang abgeschätzt, wie viele Sprints ihr braucht, wie lange die Gesamtdauer des Projekts sein wird. Wir haben zumindest ein Enddatum gesetzt, aber da wir noch so wenig mit der Velocity und StoryPoints Ahnung hatten, haben wir es offen gelassen. Wir waren ja auch Gott sei Dank in der guten Situation, dass wir hier unser Kunde waren, dann waren wir da ein bisschen flexibler. Also wir hatten schon einen Endtermin gesetzt, aber nicht festgeplant, wie viele Sprints das sind, wie viele StoryPoints im Endeffekt. Aber man muss trotzdem sagen, es hat erstaunlich gut funktioniert. Also weil wir einfach am Anfang sagten, es dauert so lange, wie es dauert. Also wenn wir uns jetzt auch noch, wenn wir alles da reinsetzen und sagen, zeitfest und featurefest und, dann wäre es für den ersten Sprint oder für das erste Projekt auch zu viel. Aber erstaunlich war wirklich, dass wir nach 4 Wochen, also nach 2 Sprints, hatten wir schon eine Lösung, mit der man ja, vielleicht jetzt noch nicht einen wirklichen Wert hatte. Man konnte noch nicht damit arbeiten, aber man sah schon, dass es in die richtige Richtung geht. Zwischendurch mussten wir auch die Sprints mal abbrechen, weil andere Projekte reinkamen. Aber es war wirklich so, dass man sagen kann, nach 4 Sprints war es in dem Fall schon eine Lösung, womit man sagte, damit konnte man beginnen. Und das hätten wir normalerweise eigentlich nie gedacht, dass das so schnell funktioniert. Genau. Noch Fragen zum Review?
Dann sind wir wieder bei unserem tollen Buzzwords. Die Stakeholder, genau, haben wir quasi bei uns eingeladen, natürlich waren sie in-house. Super Feedback bekommen, immer sehr sinnvoll. Haben regelmäßig Produkt-Inkrement erstellt, was natürlich dann auch immer den Vorteil hatte, dass wir da schnell flexibel reagieren konnten. Genau, und wichtiger Punkt, immer überall, Dankeschön, inspecten wir alle Produktverbesserungen, die wir da aufgenommen haben, Reproduzierung, neue Features oder geänderte Features sind sofort wieder in unser Produkt-Backlog eingeflossen im Moment, sodass wir da die nächsten zwei Wochen alles, was wir in den letzten zwei Wochen gelernt haben, konnten wieder einarbeiten. Oh, genau, kommen wir wieder nicht so viel, aber ist egal jetzt. Kommen wir zum letzten Meeting, Sprint-Retrospektive, sollte eigentlich auch, wenn man Literatur liest, mit Product Owner stattfinden, weil er sollte ja auch kundgeben, was ihm nicht gefallen hat. Bei uns war natürlich jetzt die Rolle Product Owner gleich Geschäftsführer. War nicht so ideal, um dann wirklich offen zu sprechen. Das heißt, er war erst vorerst nicht dabei. Also es ist nichts, ist alles super gelaufen bei uns. Team war glücklich, aber wir haben das dann getrennt, einmal unter uns quasi und einmal mit Product Owner, dass wir schon mit allen gesprochen haben. Das war auch ein unglaublich guter Lerneffekt. Tatsächlich mal auch mit diesen Methoden, die man machen konnte, die haben wir auch zu Beginn ein bisschen vernachlässigt. Aber immer mehr eingelesen in dieses Game-Storming oder diese fünf Phasen von der Retrospektive, wie man Informationen nochmal rausbekommt aus Mitarbeitern, die vielleicht auch stiller sind. Die würden nie irgendwas sagen, wenn sie unglücklich sind, aber wenn man mit diesen Methoden arbeitet, kommt man dann doch an Infos ran, die vielleicht nie ans Tageslicht gekommen wären. Oder auch andersrum, wenn Mitarbeiter während der normalen Entwicklungszeit, also klassisch, über 6 Monate irgendwann am Anfang sagen, das stört mich, ja, dann das machen wir irgendwann mal, das geht eh unter, weil es meistens mündlich ist. Es wird nie angegangen, aber bei Retrospektive durch ihren offiziellen Charakter, dass man sich wirklich trifft, um genau das zu machen, was haben wir gemacht, was war gut, was war schlecht, was wollen wir ändern, was hat euch gebremst, gestört, was ist auch schon schriftlich festgehalten, gerade im Payment Backlog, war das schon sehr effektiv. Also da haben wir wirklich gerade am Anfang auch über die Definition of Done auch mal geredet, weil wo wir selber merkten, wir haben das jetzt entwickelt, aber das hat ja alles nicht funktioniert, warum? War das schon sehr effektiv, da mal einen offiziellen Charakter zu haben, in dem man, in dem Rahmen, das man besprechen kann. Ja. Wie schwierig war es für euch, die gewohnte Arbeitsweise zu durchbrechen, also die Barriere im Kopf bei den Mitarbeitern zu durchbrechen? Klassisch, du hast gerade gesagt, klassisch, ich setze mich hin, habe mein Issue im Kopf oder mein Task, und jetzt mache ich 108 Jahre den Task, ich glaube, der hängt auch an der Wand, den mache ich echt mit. Komme ich 3 Tage später mal wieder an der Wand vorbei, ach so, verschiebe ich mal. Gibt es 9 Tasks, habe ich implementiert, aber war gar nicht da. Also wie groß war, oder wie schnell die Erfahrung? Also bei uns jetzt erstaunlich gering, weil halt wir haben vorher gefragt, immer, wer hat da Lust drauf in welchem Team, und haben wir, dass es passt auch genau mit dem Projekt. Jeder wollte es unbedingt Scrum ausprobieren und hat sich gefreut auf jedes Meeting, gefreut auf jede User Story, gefreut auf jeden Task. Das war ideal. Das hat man nicht immer, und wenn man einen hat, der wirklich nur so denkt und überhaupt keine Lust hat, etwas Neues auszuprobieren, hat es jetzt 30 Jahre schon so gemacht, ist es schwieriger. Das Problem hatten wir bei unserem Projekt jetzt nicht. Wir hatten auch das Daily Scrum, war wirklich Daily Scrum, und jeder wusste genau, ich schiebe jetzt meine Task oder User Stories auch rüber. Das hat eben auch Spaß gemacht. Umgekehrte Frage, haben die jetzt mitgearbeitet haben, überhaupt noch Lust, in den klassischen Projekten zu arbeiten? Die werden nicht gefragt. Ja, gute Frage. Also, wir haben noch klassische Projekte, wir haben dann nicht komplett auf Agile umgestellt, aber es wird dann schon versucht, sobald ein neues Projekt reinkommt, sind gerade die sagen, das können wir auch agil machen. Weil man hat schon Blut geleckt, und eigentlich jeder, kommen wir auch zum Fazit nachher noch irgendwann, wir haben viele Fehler gemacht, war vieles nicht ideal bei uns, aber das hat schon einfach jedem Spaß gemacht, jeder hat da Nutzen draus ziehen können. Und ja, man hat, jeder hat Blut geleckt, und eigentlich möchte jeder eigentlich weiter agil machen, der jetzt dabei war. Also es war zum Teil wirklich so, dass die anderen Mitarbeiter dann auf einmal immer mal wieder an diesem Wort vorbeigingen und sagen, cool. Also die wussten nicht genau, was es ist, aber sagten, ich will da auch mitmachen. Also weil es halt wirklich eine andere Art ist, man bekam immer mit, dass die Leute, die es machen, wirklich eine ganz andere Motivation hatten. Also wirklich durchweg positiv. Genau. Bitte noch? Eine Frage in die andere Richtung. Man hat jetzt drei Entwickler auf ein internes Tool gesetzt, die eigentlich auch produktiv nach außen Geld verdienen könnten. Und man läuft jetzt mit dem agilen Ansatz los und weiß nicht genau, wie lange sind die Kollegen denn jetzt gebunden und verdienen kein Geld für mich. Ja, ich meine, wenn man so ein bisschen, ich bin bei uns Gott sei Dank der technische Geschäftsführer, das heißt den kaufmännischen Geschäftsführer, der wurde da nicht unbedingt so immer im Detail darüber informiert, wie lange das Ganze schon so gelaufen ist.
Nein, Scherz beiseite. Es ist, wir wussten genau, dass es natürlich, wir haben das Ganze auch nicht nur, es ging uns nicht nur um das Ergebnis, also das wirklich Produkt, was dann da rauskommt, sondern wir haben einfach gesagt, wir glauben, dass man irgendwann mit dieser klassischen V-Modell und Wasserfall und Gott weiß wie Art Software zu entwickeln, das ist eine Sackgasse. Das, glaube ich, wird jeder bestätigen. Man muss es machen, es funktioniert in vielen Bereichen. Leider wird das nicht anders, weil der Kunde es nicht anders haben will. Aber das ist eigentlich nicht mehr die Art, wie man heutzutage schnelle Produkte entwickeln will, die schnell am Markt sind und die auch einen entsprechenden Benefit haben. Deswegen war das für uns auch einfach so eine Art Weiterbildungsmaßnahme, Invest in die Zukunft, und dann war es nicht mehr ganz so kritisch. Aber zwischendurch haben wir auch wirklich die Leute abziehen müssen und haben gesagt, okay, jetzt nach dem Sprint 3, wir stoppen jetzt mal, und dann hat sich mal 4 Wochen gar nichts getan und dann ist an anderen Projekten weitergearbeitet worden und dann ging es wieder weiter. Genau, so, dann auch bei der Retrospektive. Haben wir auch ein paar Stichworte Kaizen, kommt ja schön der Prozess der stetigen Verbesserung. Haben wir auch vorher im Review quasi auch noch gehabt. Im Hauptaugenmerk läuft auch quasi wieder auf Inspect and Rat raus. Wir schauen, was haben wir letzten Wochen gut gemacht, was hat uns gestört. Und genau das fließt auch wieder in die nächsten 2 Wochen rein. Und das kriegen die Mitarbeiter mit, dass an Sachen gearbeitet wird, was nicht gut war, ist die nächsten 2 Wochen besser. Das ist eine unglaublich super Bestätigung, die Motivation auf jeden Fall gesteigert hat. Hier haben wir den ganzen Prozess. Kommen wir schon zum Fazit? Das wäre, ja, okay. Genau, okay. Ja, so, genau, kommen wir zum Fazit. Fazit ist so gemeint, was ist bei uns, haben wir gemerkt, was war nicht gut, was ist jetzt quasi die Retrospektive oder das Review für unseren Scrum-Prozess. Was sehr gut war, was wir hatten, war motiviertes Team. Das ist meines Erachtens auch sehr wichtig, weil wenn da Leute sind, die da keine Lust drauf haben, geht das auch schief. Man braucht Leute, die da ein bisschen motiviert sind, das mitzumachen. Wir hatten ein risikoarmes Projekt, kennt man, also sicherlich, wenn man damit anfangen will, hat nur ein riesen Kundenprojekt, was eh zeitkritisch ist, ob man sich dann traut, das komplett umzustellen, ist auch schwierig. Wir hatten schon ein paar gute Voraussetzungen mit Continuous Integration, wir hatten Unit Tests, dass man auch Continuous Delivery quasi jederzeit anstoßen konnte. Auch sehr wichtig, Unterstützung durch Geschäftsführung. Wir hatten halt die Zeit, mal dieses Forschungsprojekt quasi anzugehen, was sehr gut war, und natürlich der Inspect-Adapt-Ansatz ist super angekommen bei jedem. Und eigentlich so die Vorteile, die man immer bei Agil und Scrum liest, die haben wir auch schon sehr stark mitziehen können, daher alles andere. Willst du noch? Ja, vielleicht gerade noch Konklusion. Ja, die Deltas in dem Fall, wie wir schon sagten, also das war sicherlich, ist es nicht ideal, wenn der Product Owner auch Personalverantwortung hat. Muss man einfach ganz klar so sagen, aber mein Gott, wir sind halt kein 5000-Mann-Unternehmen, wo wir sagen, wir haben auch noch irgendwelche Leute, die Personalverantwortung machen. Ich habe es gestern schon in einem anderen Workshop gesagt, wir versuchen das Ganze bei uns ohnehin aber sehr kollegial zu machen. Also es gibt bei uns, klar, es gibt letztendlich mich als Chef und es gibt auch irgendwie Angestellte und Azubis, aber bei uns darf trotzdem jeder Azubi genauso aufstehen und irgendwie mir mal persönlich sagen, dass ich total einen Kappes gebaut habe. Das nehme ich dem nicht krumm und das leben wir auch, und ich hoffe, wenn ich rausgehen würde, würde der Henning jetzt nicht hier stehen und sagen, nee, das ist doch ganz anders. Also das ging bei uns dadurch einigermaßen, aber ist halt keine ideale Situation. Dass der Product Owner müsste eigentlich und der Scrum Master keine Fulltime-Jobs sind, ist sicherlich auch nicht ideal gewesen. Aber auch da, bei kleinen Teams, kleinen Unternehmen, wird sich das kaum anders realisieren lassen. Dass wir die User Roles, die Personas initial nicht sauber definiert haben, hat sich bei uns herausgestellt, dass das nicht ideal war. Fehlend Akzeptanzkriterien, habe ich eben auch schon mal darüber hinaus gesagt. Auch nicht gut, und dass wir eigentlich kein agiles Ticketsystem haben. Also wenn einer von Ihnen Mantis kennt als Bug-Tracking-System, damit haben wir gearbeitet. Das ist aus verschiedenen Gründen mittlerweile so stark erweitert worden, dass ein Wechsel auf Jira für uns fast unmöglich erscheint. Aber da muss man schon sagen, das ist ein ziemlich großer Bruch, Mantis damit noch so einigermaßen zu verbinden, dass einem nicht alles um die Ohren fliegt. Ja, und das Letzte ist einfach, dass wir dann uns haben doch oft unterbrechen lassen müssen, aber das ist halt letztendlich der Realität und dem kaufmännischen Entscheidung geschuldet. Aber wenn man sich das Ganze anguckt, wir hatten ein paar Vorteile, wir hatten einige Nachteile, und ich denke, jeder von Ihnen wird irgendwo vielleicht so das ein oder andere wiedererkennen, aber ich glaube, das ist letztendlich auch das Fazit, um noch zum Schluss zu kommen. Man kann sie wirklich nur motivieren. Also wenn es bei uns geklappt hat, dann wird es bei den meisten von Ihnen auch funktionieren. Also Sie werden wahrscheinlich nicht alle Pros haben, Sie werden aber wahrscheinlich auch nicht alle Deltas, alle negativen Punkte haben, und insofern versuchen Sie es einfach, setzen Sie es um, sprinten Sie einfach mal los, und
Sie werden feststellen, dass Ihr Team, wie der Henning das eben sagt, mit einer völlig anderen Motivation, mit einer ganz anderen Identifikation da dran geht. Und was sicherlich noch ein großer Schritt ist, ist, dass diese Erfahrung, die wir gemacht haben, in allen Projekten, mit allen Kunden, mit allen Teams bei uns umzusetzen, da sind vorbei. Das werden wir aber dann im großen Stil erst nach dem Neubau, wenn wir auch wirklich an einer Ordentlichkeit zusammensitzen, dann angehen. Aber bis dahin haben wir sicherlich noch einiges zu tun. Aber wir sind sicherlich alle mal sehr motiviert. Also insofern, wie gesagt, letztendlich Fazit, Spendenlos, machen Sie es einfach. Und dann noch kurz die letzten 7 Sekunden oder so ähnlich, gibt es trotzdem noch Fragen. Und diese, ja. Sie haben schon mehrfach gesagt, dass die Kunden gegen diese Technik sind. Warum? Sie haben doch den Vorteil, dass Sie regelmäßig ein Inkrement bekommen. Und mit ja, Sie... Letztendlich ist es so, dass wir halt, insbesondere wenn wir mit großen Konzernen zusammenarbeiten, die denken noch immer Lastenheft und festpreismäßig. Das heißt, die knallen ihnen 400 Seiten auf den Tisch und sagen, was kostet das? Sondern sagen sie dann, keine Ahnung, 120.000, 4 Millionen, irgendwas. Ein Großteil von denen sind völlig unmotiviert. Die interessiert gar nichts von diesem komischen Teil. Die wollen nur, dass es am Schluss fertig abgegeben ist und genau mit dem Preis auch fertig durchgekommen ist. Und dann haben sie einfach Probleme, den Kunden abzuholen. Wenn wir den Kunden sagen würden, sie kommen bitte alle 2 Wochen zum Review, da sagt er, ich habe überhaupt gar keine Lust zu. Ihr seid verantwortlich, guckt, dass es stimmt. Also die Leute wird man so schnell natürlich nicht auf agil bekommen. Das heißt, wir glauben, dass es für uns erstmal ein großer Schritt ist, dass wir intern viel auf agil umstellen, dass wir allein mal User Stories schreiben, Akzeptanzkriterien, wir selber sprinten und der Kunde es vielleicht gar nicht mitbekommt. Und wenn wir diese ganzen Methoden aufgebaut haben, dann ist es natürlich ein leichtes, den Kunden dann auch mit reinzuholen. Aber das ist das, was wir einfach glauben. Wir müssen einfach in der ganzen IT-Branche, wir müssen endlich mal anfangen, dem Kunden zu sagen, es funktioniert einfach nicht. Und wenn man überlegt, dass es in der Baubranche schon nicht funktioniert, ich will jetzt gar nicht mit Elbphilharmonie und Flughafen Berlin anfangen, aber das sind so markante Beispiele, wo man sagt, da sind ja wirklich einige Ingenieure und einige Leute, die ein Lastenheft zu diesem albernen Flughafen in Berlin gebaut haben. Das Ding wird nachher 30 Mal so teuer, wird wahrscheinlich nie fertig und da fragt man sich ja, warum macht man noch Festpreis? Wir hatten eben auch schon gesprochen, die Leute machen mittlerweile Festpreis, nehmen den billigsten, wissen aber genau, dass man sicherlich 40% draufschlagen muss. Und da fragt man sich, warum macht man noch Festpreis? Dann ist letztendlich man kapituliert vor dem System. Und da, glaube ich, müssen wir alle einfach dran und auch unseren Kunden versuchen klarzumachen, so wie es bisher war, macht es wenig Sinn. Das kann in einzelnen Projekten noch funktionieren, aber gerade wenn man, und es ist halt viel Forschung, was wir machen. Es ist Neuerfinden von irgendwelchen User-GUIs, von irgendwelchen Algorithmen. Da kann man nicht genau sagen, oh, das dauert so viel. Sondern man muss einfach mal gucken, dass man ein bisschen vor und links und rechts geht, wie der Thomas auch eben sagte. Man fährt mal was gegen den Wind und dann muss man vielleicht auch mal wieder revidieren. Und das geht halt nur mit agil richtig gut, wenn der Kunde auch mitarbeitet. So, ich muss leider jetzt unterbrechen, sonst kommen wir nicht zum nächsten Vortrag. Okay. Falls jemand noch Fragen an den Herrn hat, gerne in der Pause oder... später einfach, sonst kommen wir zum nächsten Vortrag zu spät und dann passt das alles nicht mehr. Ich bedanke mich bei den Herren.